Musik im Studio der Abendschau, Stephanie Bolz und Band mit einem Song aus dem neuen Album The Door. Und da kommt sie auch schon. Warum vollendet. Schönes Kleid, Stephanie. Dankeschön. Herzlich willkommen nochmals. Ja, schön, dass ich hier bin. Das Besondere an diesem Album jetzt, alle Texte, alle Songs selbst geschrieben. Geht dir sowas leicht von der Hand oder ist es ein mühsamer Prozess? Ja, so und so. Also die Impulse klopfen immer relativ unkompliziert an. Aber das Ganze, ja genau, an die Türe. Aber es ist insgesamt schon für mich ein auch fordernder Prozess, die Musik zu schreiben, aber sie auch dann aufzuschreiben. Denn ich habe das nie studiert. Also für mich ist es eine autodidaktische Situation und macht aber trotzdem sehr viel Freude. Dein Leben dreht sich um die Stimme. Du hast eine sehr ausdrucksstarke, unverwechselbare Stimme. Du hast Logopädie studiert, du hast ein Studium der Sprechwissenschaften, aber die Sängerin, Fulltime, kam erst spät berufen, ab 30. Warum hast du so lange gewartet? Ich hatte davor, glaube ich, das Bedürfnis, etwas wirklich Sicheres mit der Stimme zu machen und trotzdem ganz nah an der Stimme dran zu bleiben. Und da ich immer auch gesungen habe, war es nicht so, dass ich die Sängerin gar nicht gelebt habe, sondern ich habe einfach Dinge getan, die sich miteinander sehr gut haben vereinen lassen und sich auch befruchtet haben. So anderen Leuten beizubringen, wie man spricht, wie man auf einer Bühne sich verhält, hat mir auch immer selber sehr viel für die Bühne gebracht. Diese besondere Singstimme, ist das Naturtalent, Gabe oder ist da auch Gesangsunterricht involviert? Oh, alles. Also ich würde mal sagen, ohne Talent hat man sehr viel Fleißarbeit zu tun. Aber ich hatte viel Unterricht, sehr viele verschiedene Lehrer und ich hatte einfach viel Bühnenpraxis. Also ich habe einfach in bestimmten Besetzungen sehr viel ausprobiert und dadurch auch meine Stimme weiterentwickeln können. Also viel auch durchs Machen. Stichwort Fleißarbeit. Du bist sehr fleißig. Die Sängerin, die Tour, das Produzieren, du stehst auf vielen Beinen. Du hast auch eine Booking-Agentur und du organisierst Festivals. Also mein Tag hat 24 Stunden. Wie viel hat deiner?
ja, 25, damit komme ich meistens zurecht. Respekt. Nein, das sind schon viele Spielbälle, mit denen ich arbeite, die sich aber gegenseitig sehr befruchten und Synergien bilden. Insofern ist das, was es mir manchmal dadurch erleichtert, sollte man nicht unterschätzen. Also es ist viel, aber ich komme gerade so gut zurecht. Gratulation, können wir uns was abgucken. Eine Tournee steht jetzt erstmal an erster Stelle. Wann und wo kann man Bolzen Band erleben? Die nächsten Bayern-Termine sind jetzt diese Woche in Ingolstadt, gleich übermorgen am Mittwoch. Dann in Olching, das ist im Münchner Raum, ein sehr schöner Ort. Und dann in München selber in der Unterfahrt am 27. März. Alle